Null! 1, 2, 3, Luft aufs Kärntje! Luft aufs Kärntje? Zur Entstehungsgeschichte. Eberhard Lang hat sie alle trainiert in Hüttenberg. Von der Minimix bis hoch zur ersten Herren. Meisterschaften inklusive. Wir wurden mit unserer B-Jugendmannschaft, männlicher B-Jugend damals, heißt 1976, zum ersten Mal mit einer Mannschaft TV Hüttenberg deutscher Meister. Mit großem Empfang, mit Musik und ja, riesen Umzug durchs Dorf hat man mich auf so ein Kärntje, auf einen Handkahn gesetzt. Irgendwo in der Zwischenstation war dann Plattenbrechts und alle wollten weiter und sollte ja groß gefeiert werden. Und ich habe dann gesagt, jetzt mal langsam, hier muss Luft aufs Kärntje. Das ist so ein Begriff dafür, nicht nur jetzt mechanisch da Luft aufpumpen, sondern es muss mehr Schmackes rein. Und das hat sich so eingebürgert, das ist übernommen worden und ja, jetzt haben wir das. 0, 1, 2, 3, Luft aufs Kärntje! Das ist ja eine sehr, sehr lange Tradition und ich finde das schön, dass die Jungs das Generation zu Generation beigehalten haben. Und ja, das ist so eine Sache, wo Identifikation bei einer Mannschaft halt entsteht. Nur 4 Profis stehen im Kader des TVH. Der Rest studiert oder arbeitet tagsüber. Improvisation ist in Hüttenberg gefragt und Teamgeist. Die fighten voreinander und auch im Gegenwind stehen die zueinander und sind bereit, sich permanent zu pushen oder wie die sagen, da nochmal Luft auf Kärntje zu setzen. Die heutige Mannschaft entscheidet, was sie für ein Motto, was sie für einen Schlachtruf haben. Und ich finde es einfach toll. Auch deswegen, weil die meisten Gegner gar nicht wissen, was die da rufen. Und ich glaube, auch für die Jungs damals ist das ein stolzes Gefühl. Dass diese Herren hier 41 Jahre nach der Meisterschaft von Eberhard Langs B-Jugend immer noch brüllen. 0, 1, 2, 3, Luft aufs Kärntje!